Willkommen zurück zur nächsten Folge. Ich muss eben mal Folge 2 abschreiben, weil für die erste Folge ist mir noch kein Titel eingefallen. Folge 2. Und hier wollten wir ja an die Oberfläche gehen mit unseren netten, freundlichen, noch nicht gehaltenen Ogre. Ich glaube, wir könnten ja noch ein paar mehr von den Schnörderlingen holen. Bisschen laut, ja. Aber Kämpfe sind nie leise. So. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Aha. Dungeon wird gekämpft. Okay, eine Schurkin und eine Novizin. So, wer ist denn noch einigermaßen fit? Du bist noch fit, du bist noch fit. Du und du, so. Hier, erledige ich die mal. Die sind etwas sauer hier, aber das... Ja, etwas extrem, ich weiß, Lane. Okay, was ist das denn? So, jetzt lasse ich die heilen und ich hoffe, jetzt kommen jetzt keine Feinde rein und dann gehen wir an die Oberfläche, ich sag's dir. Die nenne ich jetzt auch so die Folge. So, die Folge 1, da muss ich noch einen guten, treffenden Ups-Namen finden. Was geht hier? Der halt, der halt. Der ist schon fresh. Und sie ist auch gerade dabei. Nehmen wir mal ihn. Bring mich zum Kampf. Dann nehmen wir mal ihn mit und die anderen lassen wir hier. Zwei lassen wir hier. Damit die beiden den Dungeon beschützen. So, mal schauen. Wir gehen mal hier raus. So. Ich werde das Land vernichten. Alles klar. Dann vernichten wir jetzt das Land. Wir schauen mal, was hier so... Gehen wir mal erstmal hier hin. Dramatisch schlimm. Ja, die müssen wir natürlich... Los, ihr Faulpelze. Wir brauchen mehr Ressourcen für unsere Basis. Eine gute Mischung. Das Problem natürlich ist, ich habe immer noch keine Naga, weil ich die nicht nehmen konnte. Aber wir machen jetzt mal die hier kaputt. Und ich hoffe, dass ich dadurch dann die richtige Stärke bekomme. Da ist die Novize mal die Dinge. Talia wird angegriffen. Ich denke, das schaffe ich und dann kann ich auch die Naga holen. Ja, nice. So. Dann gehen wir mal insgesamt wieder zurück. Weil ich brauchte erstmal nur das hier, um Naga kaufen zu können. Weil die sind wichtig. Und jetzt brauchen wir mehr. So. Ich warte, bis wir 6. Okay, das ist echt wenig. Gehen wir zurück hier zum Heilen. Wer ist denn das? Achso, da sind noch ein paar. Hä? Achso, das ist das Neue. Ich weiß schon, ne? Irgendwie ist hier anders. Aber schöne Blumen wachsen hier. Oh. So schön stachelig. Okay. Genug der Genugtuung. Hier wird jetzt ein bisschen ausgeruht und in der Zeit... Hol ich schon mal ein paar Nagas, weil die sind sehr wichtig. Weil die heilen nämlich. Und wie jeder weiß, Heilung ist wichtig. Wir brauchen mir eine neutere Naga. Mindestens 3 brauchen wir. Bim.
Nordessa und Birlissa habe ich jetzt. Das sieht ja ganz gut aus. Ah, Gegner's. Sind Feinde ja, in allen Dungeons. Ich bin schneller. Okay, wer muss hier denn? Wo sind sie hin? Da oben. Dum, 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 dum. Tja, jetzt kaufe ich noch einmal weitere Personen. Noch ein paar mehr Schnotterlinge. Okay, vielleicht auch noch für sie hier. Sie braucht 50, sie muss auch noch ein bisschen stärker werden. Dann hole ich noch eine Naga. Die darf ich nicht, weil ich keine 500 Gold habe. So, eine weitere Naga und als nächstes dann nur noch andere. Weil drei Nagas reicht. So, wie sieht's bei den Betten aus? Gut. Oh, wie süß. Ein Wecker. Und da schläft der Goblin. Oh. Oh, wie niedlich. Hier ist ein schönes Nest für eine Schlange. Das Goblin sieht aus wie ich? Gar nicht. Selber ein Goblin. Meine Hand tut weh. Autsch. Dropped Frames. Oh je. Why? Na je, egal. Schatzkammer brauche ich nicht. Eigentlich ist alles da. Gut. Für einen Goblin bin ich so groß. Ja, ich bin auch zu groß für einen Goblin. Ganz klar. So, Tüftlerhöhle müssen wir noch fertig machen. Ich will mal. Forschen wir das mal hier. Warten wir noch hier drauf. Wir brauchen nämlich deutlich mehr von dem Kram. So. Weiteren Imp, also einen Dämon, dürfen wir uns nicht holen. Aber ich glaube, einen Goblin, einen zweiten, wäre schon gut. Bauen wir das mal hier noch aus. Das geht nicht, scheinbar. Bauen wir das mal zu seiner vollen Größe aus. So. Okay. Du bist doch nur Hände hoch, 1,50? Ich bin 1,79. Ohne Hände hoch. Oh, hier hinten sind noch... Wie heißt das? Mana. Was ist das hier? Bösartigkeit. Sorry. Habe ich das wohl missinterpretiert? Nicht gut. So. Alles sieht gut aus, dann können wir jetzt ja wieder losziehen. Können wir hier vielleicht ein paar mehr Leute noch und dann noch einen weiteren Ork anheuern. Na, warten wir. Dann gehen wir jetzt erstmal mit der Gruppe an Personen, die wir hier haben. Ein Ork lassen wir hier, alle drei Nagas, zwei Orks lassen wir da. Eventuelle Probleme, die auftreten könnten. Hier ist das Dings. Die schreit immer so extrem. Die Tüftlerhöhle hätten wir auch noch bauen können, aber... Ich werde das Land ver- Alles klar. So, dann besiegen wir erstmal dieses Schurken hier auf der Ecke.
Okay, das ist vorbereitet. Vielleicht sollte ich mal hier noch eine weitere Schatzkammer hinbauen. Damit die nicht immer so weit rennen müssen. Für den Stuff. Meine Nase kitzelt. Nein. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Exakt wegen diesem Problem habe ich natürlich noch zwei Orks hier gelassen. Ups. Wo sind die denn? Welche beiden sind denn hier? Hab die beiden hier. Oha. Ich glaube, ich hole mal eben eine weitere Naga ran. Geht nicht, 150. Setz close, 150. Verbessern. Nur eine Naga. Die halte ich jetzt hoffentlich. Haha. Zahltag. Ja, lass mal, wirf den mal hin. Ich glaube, wir brauchen noch jemanden. Wir gehen aber jetzt mal hier oben erstmal weiter. Hier ist ein kleines Dörflein, das machen wir mal im Platt. Aber die haben es ja gleich geschafft hier. Perfekt organisiert hier. Zünden das hier mal eben an. Ja, wir brauchen noch so ein Teil, ne? Jetzt geht alles okay. Es geht alles down. So, da hinten ist so ein Ausrufezeichen. Dann gehen wir mal da ein. Im Laufen kriegen die es noch hin. Wir haben noch so ein Dings hier. Packe ich mal wieder hier vorne hin. Okay, ein weiter Friedhof. Steht die Palisade immer noch nicht? Verdammt. Ich sollte umkehren. Das ist nicht im Sinne der Göttin. Ganz genau, so sieht es aus. Zeit für mich, ein paar Untote zu erwecken. Haben wir einen Ork verloren? Ich glaube ja. Ich glaube, wir können durch einen Ork wiederholen, ja. Tja, gut, dann haben wir einen verloren. Dann müssen wir auf jeden Fall noch einen neuen haben. Und noch ein paar mehr hier. Noch einen weiteren Ork. Oder ein Imp. Eigentlich ist Nahkampf gerade mal wichtig. So, für das nächste Mal. Okay, wie hole ich die denn wieder? Okay, dann gehen wir mal ein bisschen näher. Was kann ich tun? Bevölkerungslimit erreicht? Achso. Bevölkerungslimit erreicht? Zeit. Los, ihr Untoten! Erhebt euch! Kämpft für mich und erlangt eure Ehre zurück! Ich bin Isildurs Erbe. Ich meine, die Gesandte des leichenblassen Bösen. Kämpft für mich und ich werde euren Eid als erfüllt ansehen.
Einen Eid, den ihr gar nicht geschworen habt. Entschuldigung, ich habe da irgendwas durcheinander geworfen. Eine famose Ansprache. Gut genug aber für die hirnlosen Horden, die hier begraben waren und begeistert ihre Zustimmung zum Ausdruck brachten, was allerdings über ein gestöhntes Hirn nicht hinauskam. Und so erhoben sich die wandelnden Toten, um dem abscheulichen Bösen zu dienen und natürlich einer nicht gerade eloquenten Gesandten mit einer gespaltenen Persönlichkeit. Wir müssen mal hier. Ich kann dich hören. Das hoffe ich sehr. Ich will ja meine Beleidigung nicht einfach verschwenden. Wir sprechen uns noch. Los, Untote! Vernichtet die Lebenden! Oha. Die Priesterin erstmal erledigen. Und jetzt die Schützen. Vielleicht ein bisschen mehr Damage. Der steht nicht mehr auf. Ja, noch ein bisschen. Hätten wir die anderen besser auffallen können, aber jetzt heilen wir die erstmal hier. Was machen die denn? Nein! Zurück! Keine Angriffe! Ei, was macht ihr denn, ihr Versager? Lasst ihr euch etwa von ein paar Leichen den Hintern versohlen? Macht diesem Gewürm den gar aus, sonst trete ich euch selbst in den Hintern, dass ihr bis nach Sturmluft fliegt. Und da könnt ihr Thanos dann selbst beichten, was für verdammte Luschen ihr seid. So, wir gehen jetzt nach Hause, Leute. Nach Hause. Okay, dann müsst ihr erstmal die hier noch besiegen. Zahltag. Ich muss ein Portal machen, sonst kommen die hier nicht weg. So. Und bleib liegen. Will das hier eigentlich... Okay, warum ist hier Schaden? Ist hier jemand reingekommen? Ich wollte das hier gerne weg haben. Wie mache ich das? Vielleicht delete ich das? Ach so. Ah, okay, das geht schon mal wieder weg. Hoffentlich. Ja, es ist weg. Schön. Ah ja, das ist auf jeden Fall ein nützlicher Zauber. Wer hätte gedacht, was für ein Schwachsinn? Brauche ich ja niemals, aber... Doch, den brauche ich. Ein Imp ist nämlich gestorben. Ich meine, ein Goblin ist gestorben. Haben wir uns noch einen Imp? So. Hier hinten kommen Gegner. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Wohin tragt ihr mich? Zu den Gegnern, die hier sind. Wir müssen nämlich weg. So. Erforschen. Ich möchte, dass diese Kreaturen stärker werden. So ein bisschen schräg hier gerade. So. Okay. Ah ja, ich wollte das hier ausbauen, ne? Meine Oma könnte diese Basis schneller aufbauen und besser beschützen als ihr. Machen wir mal hier so einen Wachraum hier raus, damit die nicht ständig irgendwo hinlaufen, sondern dass sie hier direkt bei dem Wachraum rauskommen. So, hier
Kann der Wachraum hier hin? Direkt hier hin. So. So eine fette Trommel hier rein. Hier die andere Trommel hin. Was? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Hä? Wieso? Okay. Achso, das ist noch nicht aufgebaut, okay. Die Dämonen kommen ja zum Glück wieder. Aber hier brauchen wir jetzt die Kreaturen. Ja, so. Bauen wir die Trommel hier auf. Und damit ist diese Folge für heute am Ende. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns bei der nächsten Folge.